Hallöchen ihr Lieben, heute habe ich euch mal wieder ein richtig flottes Rezept mitgebracht, denn wir werden einen Kirschkuchen backen und bei mir ist der jetzt auch schon fertig und ich kann euch sagen, der riecht wirklich köstlich. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf, den gleich anschneiden zu können und dann würde ich sagen, gibt es jetzt für euch einmal die Zutaten und dann legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Für den Kirschkuchen brauchen wir 4 Eier auf Raumtemperatur, 200 Gramm zimmerwarme Butter, 200 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl, ca. 150 Gramm Sauerkirschen aus dem Glas, davon dann auch nochmal 80 ml Kirschsaft, den wir uns auffangen, 100 ml zimmerwarme Milch und 3 Teelöffel Backpulver. Und das ganze Rezept schreibe ich euch auch wie immer nochmal auf meinen Blog und packe euch den direkten Link dazu in die Infobox. Wir fangen mit der Butter an, die wir uns in eine große Rührschüssel packen und cremig hell aufschlagen. Den Zucker können wir auch schon einmal mit dazu rieseln und dann dauert das ungefähr 7 bis 10 Minuten, bis die Butter dann eben richtig schön hell wird. Hier fügen wir jetzt ein Ei nach dem anderen hinzu und lasst dabei auch jedes Ei für ein paar Sekunden lang untermixen, damit sie sich gut unter die Butter arbeiten können. Sobald das erledigt ist, können wir die flüssigen Zutaten dazugeben, einmal Milch und Kirschsaft und zum Schluss geben wir auch schon das Mehl mit dem Backpulver dazu. Lass den Teig nochmal ordentlich durchmixen und dann können wir ihn auch schon in eine 26er Springform oder in einen Tortenring füllen. Auf der Oberfläche werden nun die Kirschen verteilt und da könnt ihr auch selbst entscheiden, wie viele ihr verwenden möchtet. Es sollte zwischen den einzelnen Kirschen nur ein bisschen Platz bleiben, damit der Kuchen auch gleich gut aufbacken kann. Und so geht es dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Schaut zwischendurch auch immer mal wieder rein und macht die Stäbchenprobe und sobald ihr dann keinen Teig mehr an eurem Stäbchen haften habt, könnt ihr den Kuchen aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Zum Schluss könnt ihr euren Kuchen auch gerne noch mit ein bisschen Puderzucker bestäuben oder auch gerne Kuchenglasur verwenden und dann darf auch endlich genascht werden. Wirklich unglaublich lecker und perfekt zum Sonntagskaffee. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben von euch freuen und wenn ihr weiterhin keine Videos mehr verpassen möchtet, könnt ihr jetzt hier gerne noch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!